Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Star Ocean The Last Hope. Wir sind in der letzten Folge wieder hier nach Trium zurückgekehrt, nachdem wir auf dem Himmelsschiff die Quelle der Baculus-Krankheit herausgefunden haben, ausfindig gemacht haben und hatten eigentlich gehofft, alle Erkrankten retten zu können, indem wir diese Quelle zerstören. Ich glaube, das war auch gar nicht die Quelle von allen Krankheiten, die hier so ausgebrochen sind, aber die Quelle hier zumindest für das nähere Umfeld oder so. Und wir konnten leider die Erkrankten nicht retten. Die sind ganz im Gegenteil irgendwie zu Monstern mutiert, haben hier irgendwie ein Massaker angerichtet, das Dorf überfallen, angefallen, wie auch immer. In dem Zusammenhang ist auch Lümmels Großvater verstorben und die Erkrankten sind zu diesen Steinstatuen mutiert und Lümmel hat sich entschieden, ihre Reise mit uns fortzusetzen. Das heißt, wir werden jetzt zu Kainos aufbrechen und ich wollte eigentlich die Bonustafel befüllen, aber ihr werdet es nicht glauben oder vielleicht auch doch, vielleicht war das aus den Cutscenes in der letzten Folge ersichtlich, aber hier sind keine Gegner mehr gewesen. Zumindest über den Ostausgang, den ich hier genommen habe, habe ich keine angetroffen. Das heißt, ich habe keine Bonustafel jetzt befüllen können. Und erstaunlicherweise, und auch das habe ich in der letzten Folge irgendwie übersehen, haben wir hier auch keine Läden mehr. Also wir sehen das auf der Map, dass die nicht mehr eingezeichnet sind. Also die Händler sind wahrscheinlich auch alle ums Leben gekommen. Und ich habe aber auch nochmal die Häuser so abgeklappert, weil hätte ja sein können, dass das einfach nur nicht eingezeichnet ist. Aber nö, mit Einkaufen ist erstmal auch nichts. Das heißt, uns bleibt ja gar nichts anderes übrig als... Ah, und hier gibt es Gegner. Ich schwöre euch aber, dass auf der anderen Seite keine Gegner waren. Es tut mir total leid, dass der Anfang jetzt schon wieder so bekloppt ausfällt, aber ich will euch das zeigen. Sonst glaubt mir das wieder am Ende keine Sau. Wirklich, ich bin hier... Oh, wenn jetzt hier Gegner sind, dann verstehe ich aber die Welt nicht. Ich bin da wirklich den ganzen Weg auf und ab gelaufen, um nach Viechern zu suchen. Weil das hier ist genau die Ecke gewesen, wo ich beim letzten Mal, als ich diese Idee mit der Bonustafel offscreen befüllen hatte... Guck mal, hier ist alles leer. Hier ist alles nuggig, hätte ich gerade fast gesagt. Aber in letzter Zeit gebrauche ich das Adjektiv irgendwie ein bisschen zu häufig. Guck mal, hier ist nichts. Voll tote Hose. Das sind wahrscheinlich dann die Monster gewesen, die, weiß ich nicht, mit das Dorf überfallen haben. Keine Ahnung. Ich wollte euch das jetzt mal zeigen. Also, sorry, aber so viel Zeit muss sein. Am Ende hätte ich, sehe schon wieder die Kommentare vor mir, die gesagt haben, dass ich schon wieder voll blindfischmäßig mit fetten Tomaten auf den Augen hier wieder das Spiel voll falsch begutachtet habe oder so. Das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Die Frage ist natürlich, lohnt es sich jetzt anhand dieser Gegner hier irgendwas zu machen? Ich versuche mal, ne, warte, ich laufe glaube ich gerade voll in die... Ich bin hier auch glaube ich gerade voll falsch, kann das sein? Da muss ich hin, aber da komme ich hier gar nicht... Hä, okay, warte mal. Da ist die Kalnus. Aber hier kommen wir nicht durch. Oder kann ich diesen komischen Stein hier irgendwie entfernen? Was hat der denn überhaupt für einen Sinn? Ach, keine Ahnung. Ich glaube, kann es sein, dass die ganzen Echsengegner jetzt aus dem Weg geräumt sind, aber die anderen Gegner halt immer noch hier bestehen und existieren? Ich habe keine Ahnung. So, warte mal, jetzt müssen wir erstmal den richtigen Ausgang finden. Sonst schaffe ich es hier schon wieder eine halbe Stunde aufzunehmen, indem ich einfach nur... im Dorf im Kreis laufe und um das Dorf herum und dann wieder im Dorf und dann wieder außenrum und überhaupt. So, ja, hier wollte ich hin. Genau, hier sollten wir hin, hier müssen wir hin. Ich werde jetzt erstmal das ignorieren. Es sei denn, ich kriege zwei Viecher irgendwie zusammen, aber das ist bei so großflächigen Gebieten gar nicht so einfach. Das ist in so eng angelegten Gebieten übrigens auch nicht so einfach, davon mal abgesehen. Aber ich habe auch nie gesagt, dass die Ansammlung von grünen Steinchen irgendwie ein Kindergeburtstag wäre, ne? So, tschüss, Lemuris. War schön mit dir. Ich bin trotzdem gespannt auf das, was uns jetzt bevorsteht. Okay, lang ist das her. Hey, alte Kainos. Na, wie geht's? Hast dich gut gehalten? Hast du viel Spaß gehabt ohne uns? Ich hoffe doch. Wow, Edgy, ist das ein großes Schiff? Ja, da kiekst du mal. Ist sie zum ersten Mal hier drauf? Ja, ist sie. Also das letzte Mal hier... Ja klar, wir haben sie ja auf in Lemuris aufgegabelt. Was erzähle ich denn? Aufgegabelt ist irgendwie auch ein komisches Wort, wenn man von dem Kind spricht, oder? Wir gucken mal, ob Welsh sie irgendwie jetzt willkommen heißt oder irgendwas zu ihr sagt.
Hello, Welch. What? What is that? Forgive me, sir. I have spoken out of place. If you would please refrain from informing our superiors about this matter. Welch, I haven't even said anything. Please. So, okay. Ey, die Frau ist echt so durchgeknallt, beziehungsweise das Mädel. Ich dachte eigentlich, dass sie jetzt eher was zu Lümmel sagen würde, aber das scheint irgendwie nicht der Fall zu sein. Okay, so. Also Leute haben wir jetzt hier nicht mehr rumzustehen. Dann will ich mal eine Sache nochmal kurz abchecken, von der ich nicht weiß, ob das erledigt ist. Schmieden haben wir komplett, Kochen haben wir nicht komplett. Schade eigentlich. Ich habe das, glaube ich, irgendwann mit Prio 2 versehen, weil ich mir dachte, oh, das könnte echt knapp werden. Alchemie ist komplett und Esoterik ist auch komplett. Meine Güte, knappe Angelegenheit, aber wir haben alles, was wir für Welshs Gegenstandsherstellungsgedöns brauchen, haben wir alles maximiert. Ich möchte nur erstmal gucken, ob wir hier noch andere Konversationen führen können mit den Leuten. Und dann gehe ich gleich nochmal zu Welsh. Wobei, das war von der Reihenfolge her ein bisschen blöde, oder? Wenn ich schon mal vor ihr stehe, dann hätte ich das theoretisch auch gleich abwickeln können. Aber hey, ist ja auch egal. Die paar Sekunden, die haben wir jetzt auch noch über. So, wen haben wir hier? Face, nahes Haus, was geht? Oh, ich glaube, das wird ein wichtiges Gespräch. Edge, ich wollte dich das schon seit langem fragen. Wie ist euer Heimatplanet? Unser Heimatplanet? Nun, seine Oberfläche ist von tiefblauen, weitläufigen Ozeanen bedeckt. Der Quelle allen Lebens. Ich kenne das nur mit Quell des Lebens. Ich bin mit Quelle gerade ein bisschen überfordert gewesen. Im Wasser entstandenes Leben, genährt vom Brisen, so grün und süß. Ein reiner, strahlender Planet, geboren inmitten der schwarzen Leere des Alls, die Frucht von Milliarden unzählbarer Wunder. Das ist unser Heimatplanet, das ist die Erde. Das hat er echt schön zusammengefasst, oder? Also auch so von der Wortwahl her. Verstehe. Also, das ist deine Heimat. Ich wäre glücklich, eines Tages einen solch schönen Planeten besuchen zu dürfen. Oh ja, ich auch. Ich wünschte, ich hätte ihn mit eigenen Augen gesehen. Man sagt, die Erde sei so blau, so schön gewesen. Du wünschtest? Warte mal, mein Handy... Nee, mein Handy klingelt nicht. Es vibriert. Ich pack's mal eben kurz zur Seite. Ist gerade ein blöder Zeitpunkt. Ja, ich kenne all das nur aus alten historischen Aufnahmen und so. Das ursprüngliche Aussehen unserer Heimat, meine ich. Was soll das heißen? Wir waren keine besonders dankbaren Kinder, Face. Wir haben unseren wunderschönen Heimatplaneten fast zerstört und können nicht einmal mehr auf der Oberfläche leben. Man könnte jetzt, wenn man so ein bisschen schwarzmalerisch ist, sagen, dass das irgendwie eine Zukunftsprognose für unsere aktuell real existierende Erde sein kann. Aber ich will nicht zu schwarzmalerisch sein. Daher blieb uns keine andere Wahl, als uns auf diese Reise ins All zu begeben. Wir sind hier, um uns den Weg in eine neue, bessere Zukunft zu bahnen. Eine wahrlich große Verantwortung. Ja, wir müssen unsere Mission um jeden Preis erfüllen. Eines Tages, auf welchem Planeten wir uns auch immer niederlassen werden, gewinnen wir die Schönheit der Erde zurück. Dieses Schicksal geht mir sehr nah. Ich verspreche euch, mit all meinen Kräften zu unterstützen. Danke, Face. Wir verlassen uns auf dich. Jawohl, Sir. Ah, okay. Also keine Entscheidung, sondern einfach nur das Gespräch selbst. Wie gesagt, wenn die Kamera so komisch ist, also so wie in dieses... Bild eben so kurz schwarz wird und dieses komische Abschlussgeräusch von gerade eben kommt, dann ist das immer für
die Endings der jeweiligen Charaktere relevant. Sagst du sonst noch was? Okay. Hey, Face, ich glaube, ich habe dich noch nie so euphorisch gesehen. Was ist los? Ha, man sieht es mir an. Ja, ich muss zugeben, ich bin ein wenig aufgeregt. Nun, sieh einer an. Ich hätte nicht gedacht, dass du dich so leicht aus der Ruhe bringen lässt. Nun, ich habe das eldarianische Sonnensystem noch nie verlassen. Es ist so aufregend. Ich habe das Gefühl, gleich zu platzen. Wow, und ich dachte, du hättest so viel mehr Erfahrung als ich. Die Geschichten meiner raumfahrenden Brüder haben mich immer gefesselt. Hier draußen in den Weiten des Alls gibt es Sterne, die ich noch nie gesehen habe, und Leute, denen ich noch nie begegnet bin. Allein der Gedanke lässt mir das Herz springen. Mir geht's genauso, Face. Unsere Erde ist so klein und das All so grenzenlos. Wir könnten für immer weiterreisen, wenn wir wollten. Es packt mich durch und durch, meinen Körper und meinen Geist. Mir stockt fast der Atem, ich kann kaum stillsitzen. Um ehrlich zu sein, manchmal bin ich so überwältigt, dass ich fast meine Pflichten vergesse. Es fällt mir schwer, es zuzugeben, aber mir geht es ebenso. Ich darf die Zukunft Eldars, die Suche nach einem bewohnbaren Planeten, nicht aus den Augen verlieren. Einen bewohnbaren Planeten? Ich glaube, wir hatten nie die Gelegenheit, uns darüber zu unterhalten. Es tut mir in der Seele weh, aber Eldar wird diesem Universum nicht viel länger erhalten bleiben. Nicht viel länger? Eldars Sonne mutiert zu einem roten Riesen. Sobald dieser Wandel abgeschlossen ist, ist Eldars Vernichtung unausweichlich. Unseren Messungen zufolge bleiben Eldar bis zur endgültigen Zerstörung gute 260 Jahre, aber nur 60, bevor das Leben auf dem Planeten unmöglich wird. Wir müssen unbedingt unser gelobtes Land finden, bevor das passiert. Unser Utopia, Lemuria. Euer Utopia, Lemuria? Eine über Generationen überlieferte Legende aus Urzeiten. Vor vielen tausend Jahren brach irgendwann in den Weiten des Alls der Kontakt zu den ersten Eldarianern, die je zu den Sternen aufgebrochen waren, ab. Lemuria, Utopia, das waren ihre letzten übermittelten Worte. Ja, es ist nichts weiter als eine Legende, eine zweifelhafte sogar. Aber das Schicksal sieht die Zukunft unseres Volkes nicht auf Eldar. Wir haben keine andere Wahl, als uns an diese Worte zu klammern. Die Suche nach Lemuria, das hat bei uns höchste Priorität. Wow. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hatte keine Ahnung. Um die Erde steht es nicht gut, aber wie ich sehe, geht es Eldar ganz genauso. Ja, die Lage ist wirklich ernst. Der falsche Zeitpunkt, euphorisch zu sein. Das finde ich nicht. Eldars Notlage ist eine Sache. Unsere Situation hier aber etwas anderes, meinst du nicht? Bitte? Sei ruhig so euphorisch, wie du willst. Es ändert nichts an der Situation selbst. Warum sollte man sich das also verkneifen? Ich finde, gerade weil unsere Planeten in Gefahr sind, sollten wir der Weltraumerkundung mit Euphorie begegnen. Ich bin mir sicher, dass eine positive Einstellung auch bessere Ergebnisse ermöglicht. Edge. So sehe ich die Sache zumindest. Verstehe, so hätte ich das nie gesehen. Von jetzt an werde ich aber deinem Beispiel folgen, Edge. Ja, der Junge versteht's auf jeden Fall, seine Crew zu mobilisieren und zu motivieren. Ich meine, er hat ja auch recht mit dem, was er gesagt hat, aber es ist halt in manchen Fällen immer leichter gesagt als getan. Und da sitzt der Face jetzt. Edge, ich möchte mich für letztens entschuldigen. Hm, was war denn da? Die Sache mit deinem Vater. Ach, das meinst du. Ich habe dir doch schon gesagt, dass du dir darüber keine Gedanken machen musst. Meine Frage war aus reiner Neugier. Dadurch habe ich schmerzhafte Erinnerungen in dir zu neuem Leben erweckt. Keine Entschuldigung könnte das je wettmachen. Nun, dann erzähl mir doch etwas von dir. Es gibt nichts, wofür du dich entschuldigen müsstest. Es ist schwer. Ich finde das untere irgendwie höflicher. Vielleicht wird er ja von sich aus anfangen, irgendwas zu erzählen. Ich nehme das hier. Es gibt nichts, wofür du dich entschuldigen müsstest. Natürlich war der Tod meines Vaters sehr traurig, aber ich habe nicht zugelassen, dass ich in ein Loch falle. Warum nicht? Wenn ich mich recht erinnere, sind beide deiner Eltern. Ja, ich hatte keine Verwandten, also nahmen Raimis Eltern mich auf. Raimis Eltern? Es waren wundervolle Menschen, aber viel wichtiger war, dass ich sie hatte. Ah, jetzt verstehe ich, warum ihr beiden euch so nahe seid. Ich kann Raimis Eltern nicht genug danken. Wie könnte ich mich je beschweren? Das wäre schlechtes Karma. Ach so, ja, ich verstehe das sehr gut, Edge. Und doch habe ich dich unaufgefordert belästigt und ein Thema ausgegraben, das längst erledigt war.
Du bist so ein ernsthafter Typ. Aber mal ehrlich, ich weiß deine Rücksicht zu schätzen. Danke, Face. Edge, selbstverständlich. Ah, ich glaube, das war eine gute Antwort, oder? Also seine Reaktion hat gerade irgendwie, weiß ich nicht, positiv gewirkt, aber ja, ist manchmal immer nicht so ganz einfach. Ja, ich weiß, manchmal immer nicht so ganz einfach. Manchmal immer. Nö, 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 nö. Das ist das, was Evil immer so gerne zitiert aus meinen Videos und mir dann auf die Nase bindet. Damit hat sie ja auch recht. Aber ich denke mal, ihr wisst, worauf ich hinaus wollte. So, hier haben wir auf jeden Fall jetzt niemanden mehr, mit dem wir schnacken können. Lümmel zieht hier noch ihre Kreise. Ich würde mal sagen, dann gehen wir jetzt mal bei Welsh gucken, ob wir was herstellen können, was wir herstellen können. Und wir haben jetzt auch Face das erste Mal, glaube ich, auf unserer Kalnus, oder? Oder war Face beim letzten Mal dabei? Ich habe keine Ahnung. Erdseelenbogen. Neues Rezept, okay. So, Rezepturen entwickeln. Ja, wie gesagt, irgendwann wird es hier für einen Skip-Button geben. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das beim letzten Mal richtig gemacht habe, aber ich werde an dieser Methodik festhalten, denn ob sie jetzt die beste und die schnellste ist, weiß ich nicht, aber sie wird uns auf jeden Fall gewährleisten, dass uns keine Items durch die Lappen gehen. Und ich möchte uns zumindest die Chance geben in diesem Let's Play. Ach du große Güte. Wir haben gar nicht mehr so viele Gruppen-KP. Das war blöd. Das war blöd. Es könnte sein, dass wir das jetzt hier in dieser Runde gar nicht abgeschlossen kriegen. Ja, wir sollten uns zumindest möglichst viel angucken. Guck mal, zum Beispiel sowas hier, Tapferkeitstrank. Das könnte ich direkt herstellen, ne? Mit unseren Zutaten, die wir jetzt haben. Auch wenn ich das nicht tun werde. Symbolkarte Feuerpfeil, Spaghetti Peperoncino, so rum. Oh, jetzt kriege ich wieder voll Hunger. Symbolkarte Explosion. Weiß ich nicht, wie man es ausspricht. Ocha, Ocha Suke, keine Ahnung. Krafttrank. Abstoßende Kost. Da fehlt uns ein Insektenei. Symbolkarte Windklinge. Symbolkarte Blitzeruption. Ja, okay. Ich hätte ehrlich gesagt jetzt nicht erwartet, dass die in diesen Einzelgruppen schon so viel irgendwie zustande bringen würden. So, jetzt probieren wir mal das hier. Wir gucken, ich meine, das wird sowieso nur so lange funktionieren, bis die Gruppen-KP aufgebraucht sind. Ah, es ärgert mich ein bisschen. Ich hatte nämlich, als wir das erste Mal bei Welsh gewesen sind, hatte ich das auch nicht so auf dem Schirm. Aber da hat es, glaube ich, gerade noch so ausgereicht. Aber ich weiß nicht mehr, bei welcher Zahl wir da am Ende standen. Auf jeden Fall kommt hier einiges zusammen. Oh mein Gott, okay. Das könnte eventuell sogar die letzte Runde werden. Aber irgendwie frisst das auch gerade relativ viele Gruppen-KP. Ich glaube, das liegt daran, dass ich sonst immer nur eins von diesen Gruppenfeldern verwende. Symbolkarte Erdklebe, Eisnadeln, Steinregen, Tiefgefrieren, Resistenztrank, Erdtalisman, Symbolkarte Heilung, Entschuldigung. So, dann können wir jetzt hier eigentlich noch einmal tauschen. Warte mal, Edge und genau, die Konstellation hatten wir noch nicht. Gucken wir mal, ob das überhaupt ausreicht. Ach Mist, ich mag das eigentlich nicht. Jetzt müsste ich mir nämlich irgendwie eine Notiz machen. Oder irgendwie merken, mit wem ich das noch probieren muss. Oh, es wäre so gut, wenn diese Runde jetzt noch durchgehen würde, ohne dass die Gruppen-KP aufgebraucht werden. Ich glaube, die harmonieren aber zu gut miteinander. Das wird nichts mehr. Ach so, schade. Keine Gruppen-KP mehr. Entwicklungssitzung wird beendet. Diesen Screen habe ich noch nie gesehen. Also diesen Hinweis. Stimmungsstein. Hamburger Steak. Zitronensaft. Cäsarsalat. Salzgegrillter Makrelenhecht. Oh mein Gott, ich krieg so einen Hunger. Oyakodon. Vanilletörtchen. Okay, schade. Och, Menno, das war doof. Aber ich meine, ich habe ja die Gruppen-KP auch investiert, damit wir hier bei Welsh auch wirklich das Maximum rausholen können. Deswegen, ich würde wahrscheinlich nichts anders machen. Würde wahrscheinlich den Besuch bei Welsh irgendwie ein bisschen nach hinten schieben, so. Aber naja, sei es drum. Wir gucken mal, wenn wir das nächste Mal hier wieder auf die Kalnus zurückkehren, dann werden wir ihr nochmal einen Besuch abstatten. Okay. We're going to the stars. Lim seems to be feeling a little better now. I don't think she's completely back to her old self yet, but hopefully we can help with that. Drawing.
John! Lim, drawing on the floor is a no-no! Hmm? Lim, honey, the ship belongs to everyone. Analyzing the data already? Well, there is much to ponder. And besides... Here, sit down like a good girl. It's dangerous to run around like that, okay? I have to be doing something. We don't have much data about the object. The Cardianon's aim, however, I have discovered. You might call it colonization by force. In other words, invasion. Sounds to me like they don't deserve much sympathy. If those were their plans for... What is it? Oh, it's just that... It occurred to me I don't even know this planet's name. The name of Limmel's home world, I mean. Judging from the level of their civilization, it's possible they may not even have one. Lemurus. Huh? Lemurus. That's what Grandpa said. Lemmel Lemery Phi. That's my name. I got the world's name, Kay. Lemurus. That's a really nice name, Lim. Thanks. I like it. Edge, there's some data here I think might interest you. That's the Aquila. Crow. Who would have thought we'd catch his trail here, of all places? What shall we do? I await your instructions, Captain. I hereby issue new orders for SRF-003 Calnis. To further research the abnormal conditions on colonization candidate planet Lemurus, and to search for the lost Aquila, we set course for Arcturus 8. Baze, you'll have the co-pilot seat from now on. Yes, sir. Calnis, prepare for launch. Yes, sir. Okay, sir. Ja, okay. Sorry, dass ich davon so in die Cutscene reingelabert habe, aber das hatte ich jetzt irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Soll ich mal gucken? Also ich glaube, das ist gerade ein bisschen unsinnig, weil ja sowieso alle vorne waren, ne? Sind wir jetzt schon im All? Das sah gerade irgendwie da vorne so aus, als ob vor uns immer noch Lemurus wäre. Guck mal. Hä, warum war denn das da gerade hinten so dunkel aus den Fenstern heraus? Keine Ahnung. Na gut, schnacken wir mal erstmal mit unseren Leuten. Lim ist schon voll startklar hier. Opa. Ach, die arme Maus. Ich glaube, die wird noch eine Weile dran zu knabbern haben. Na, Raimi, alles gut? Arme Lim, Gimdo war wahrscheinlich alles, was ihr von ihrer Familie noch geblieben war. Ja, das kann man so sagen. Aber sie schlägt sich echt wacker. Muss man auch ehrlich eingestehen. Bist du sicher, dass es eine gute Idee war, Lümmel mitzunehmen? Aber es hat wohl keinen Zweck, sich jetzt noch darüber den Kopf zu zerbrechen. Wir können jetzt jederzeit nach Cardianon aufbrechen. Ich erwarte deine Befehle. Okay. Und wie starte ich das Ganze? Wahrscheinlich, wenn ich da wieder an dieses komische Ding herangehe. Ich drehe die Kamera immer so ein bisschen blöde. Ich muss mich daran erinnern, das ein bisschen so schräg oben hinter ihm zu zentrieren. So, machen wir mal. Jawohl! Ach, guck an! Und wir können nach Eos zurück. Wisst ihr was? Das machen wir gleich mal. Denn wir haben da noch die ein oder andere Mission offen. Ja, ich glaube, das hier kennen wir schon. Und ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen wegen den offenen Aufträgen, die wir in Trium noch hatten. Also die wir da von diesen Händlern bekommen haben. Ich weiß nicht, ich glaube aber die Händler, die kommen irgendwann wieder zurück. Aber ich will es nicht beschwören. Oder ich habe die jetzt halt auf ewig vermasselt, keine Ahnung. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt hier in Eos noch irgendwas reißen können. So, sagt ihr jetzt noch irgendwas anderes? Nö, also sie auf jeden Fall nicht und Face wahrscheinlich auch nicht.
Nee, okay. So, das heißt, hier bleibt wahrscheinlich alles beim Alten, so lange, bis wir beim Kardianon waren. Oder bei den Kardianon. Keine Ahnung, was das jetzt genau alles umreißt, dieser Begriff. Aber ich will hier mal eben kurz auf dieser komischen Station gucken. Genau, lang ist es her. Hey, schön wieder hier zu sein. Ich finde das Gebiet hier insgesamt deutlich schöner als Lemuris. Also einfach so von der Landschaft her. So was die Story-Komponenten angeht und so, nimmt sich das irgendwie nichts. Warte mal, wie komme ich denn jetzt am schnellsten in die Läden? Ah, das kann jetzt wieder witzig werden. Orientierung und so. Aber warte mal, wir haben doch jetzt auch diesen einen Ring, um die Eiskisten mit dem Feuerring irgendwie zu knacken. Aber ich habe keine Ahnung. Oh, falscher Eingang. Beziehungsweise war das gar kein Eingang, so viel zu dem Thema. Ich werde mir aber, glaube ich, irgendwann mal eine Auflistung zulegen, weil ich kann mir das unmöglich merken. Oder ich sollte wirklich mal anfangen, mir Notizen zu machen. So, warte mal, jetzt will ich erstmal gucken. Die Läden sind ja eingezeichnet. Hier kann ja eigentlich jetzt nichts schieflaufen. Das heißt, wir steuern direkt auf diesen Zweig hier zu und müssten dann links und rechts unsere Auftraggeber haben. Ich habe keine Ahnung, ob man jetzt hier nochmal eine neue Mission triggern kann. Ich hoffe einfach, dass dem nicht so ist und ja, wir gucken einfach mal. So, Echsenhaut haben wir 14 Mal im Besitz. Super. Mit den ganzen Gruppen-KP können wir, glaube ich, bei Welsh jetzt das auch noch zu Ende bringen, was vorhin nicht mehr so ganz funktioniert hatte. Was fehlt uns hier? Silber. Vielleicht können wir das im nächsten Laden kaufen. Vielleicht konnten wir das auch in Trium oder in Woodlake kaufen. Ich weiß das nicht mehr. Weil da hat ja das Geld immer zum Ende hin nicht gereicht. Keine Ahnung. Wow, eure Gruppe wird zunehmend größer. Und ein Kind habt ihr auch dabei. Oh, du weißt ja. Falls du was brauchst, sag Bescheid. Bei Weiß fehlt ein Tee. Hm. Mir fehlt ein Tee. Das brauche ich. Kann ich bitte einen Tee bei dir kaufen? Weißer Reis. Jawohl. Sehr schön. Cool. Und Risikobeeren haben wir auch. Perfekt. Eingelegte Pflaume. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das nicht vielleicht sogar bei Welsh herstellen können. Das müssen wir dann mal schauen, weil dann werde ich hier vielleicht noch einen Besuch nach Eos bringen. Mal gucken. Ich muss mal schauen. Also wenn wir jetzt Kardianon besuchen und das Spiel mich dann immer noch nach Eos reisen lässt, dann würde ich ganz gerne offscreen die ganzen Leute hier nochmal ablaufen, um einfach zu gucken, ob wir hier noch Missionen mitnehmen können und euch dann am Anfang der nächsten Folge darüber unterrichten, weil es wäre schade, wenn mir jetzt hier irgendwas durch die Lappen gehen würde. Aber es wäre irgendwie genauso ärgerlich, wenn ich erstmal das mit dem Eingang hier nicht so ganz peile. Das wollte ich eigentlich nicht sagen. Es wäre aber auch blöd, wenn ich jetzt einen ganzen Part lang hier wieder alles abklappern würde. Ich meine, das wäre dann schon das dritte Mal oder so. Oder? Wir hatten das Problem ja schon mal, dass ich ja auch gar nicht wusste, wo es hier weitergeht und so und überhaupt. Und ja, das müssen wir jetzt nicht unbedingt wiederholen. Also das hier wird jetzt wahrscheinlich eine Folge sein mit viel Nebenerledigungskram und so. Aber dafür werden wir hier auch alles abwickeln, hoffe ich, was wir noch so an Nebenaufträgen haben. Hoffe ich doch mal. Vielleicht wird die Folge dadurch auch ein bisschen länger. I got all excited when I heard you made a new friend, but she's just a little kid. Don't judge a book by its cover, Welch. Limmel here is someone we can rely on. Edgy. But just look at her. She's a child, no matter how you cut it. Come on, what can you possibly rely on her for? I'm not a child, Kay. Huh? You can't even tell the difference between a hologram and the real thing! You're a child, a baby, a fetus! Ha! Ha! Yeah! Huh. You couldn't lay a finger on me even if you tried, little girl! Do you have multiple personality disorder or something? Doggy!
Pretty impressive, little girl. Limmel, was it? Not bad at all. Hey, let's shake your makeup. You may be all see-through, Welchie, but you're not so bad, Kay. She fell for it! She fell for it! Yep, she's still a child, all right! Hey, you! Get back here! Good grief. Ich fand das so gemein. Das war richtig gemein. Also bei der Cutscene hat mir Limmel richtig leid getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Welch ist manchmal echt ein bisschen fies, aber okay. So, dann machen wir mal da weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben. Rezepturen entwickeln. Ah, guck mal, das hat er sogar noch gespeichert. Dann werde ich das jetzt hier nochmal durchlaufen lassen. Ich glaube, mit 122 Gruppen-KP müsste das auch definitiv machbar sein. Ich glaube, in dieser Konstellation dürfte das theoretisch auch gar nicht mehr so lange dauern, denn wir hatten ja schon genau ein bisschen was hier zusammengesammelt. Jetzt haben wir noch einen Teekuchen, Symbolkarte Donnerwirbelsturm. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt mit den Dreierkonstellationen anfangen. Das ist bei dieser Gruppengröße immer noch relativ... Nee, warte mal. Nee. Eine Kombination hatte ich nämlich noch nicht. Und zwar... Genau diese hier. Die müssen wir noch machen. Da habe ich gerade schon wieder nicht mitgedacht. Deswegen meinte ich auch vorhin, das ist irgendwie blöd, wenn ich da unterbrochen werde. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Okay, also Face und Raimi scheinen in Kombination nicht so produktiv zu sein. Aber zwei Sachen sind noch rumgekommen. Aqua-Rüstung und Symbolkarte, Symbolwaffe. Okay. So, jetzt aber, oder? Jetzt haben wir alle denkbaren Konstellationen erprobt. Dann gehen wir jetzt mal in die Dreiergrüppchen und fangen mal mit dieser Kombination an. Also wenn ich irgendwas vergesse hier bei Welch, also an Gruppenkonstellation, dann weist mich da gerne drauf hin. So, wie machen wir das jetzt? Face raus und Limmel rein. Jawohl. Gucken wir mal. Okay, hier kommt auf jeden Fall wieder ein bisschen was Neues. Dann müsste ich dann im Anschluss eigentlich nur noch Edge und Face austauschen, oder? Und dann hätten wir alle denkbaren Kombinationen. Wenn ich da jetzt nicht einen totalen Logikfehler habe. Ach, und, Edge, Face und Limmel müssen wir auch nochmal versuchen. Okay, also die scheinen sich auf jeden Fall kreativ mehr als zu befruchten. Ja, okay, die Liste, achso. Ich dachte, die Liste geht jetzt so weiter, dass man irgendwie gar nicht mehr angezeigt bekommt, was die da noch Neues rausfinden. Symbolkarte Stille, Gegenwehr, Heiliger Schmerz, Kräftigung, Stille plus, Kräftigung plus, Gegenwehr plus. Ich habe damit übrigens nie gearbeitet, also falls sich jetzt der ein oder andere fragt, was es damit so auf sich hat, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob diese Karten irgendwie für eine einmalige Nutzung dann des jeweiligen Zaubers zur Verfügung stehen oder so. Vielleicht weiß das jemand von euch und kann das in den Kommentaren gegebenenfalls beantworten. Hier kommen gerade aber sehr interessante Sachen zustande, wie ich finde. Das heißt, wir haben jetzt offiziell das Rezept, um Monster-Edelsteine herzustellen. Wie gesagt, die werden, je weiter wir im Spiel voranschreiten, immer unwichtiger werden. Aber ab und zu werde ich da immer mal wieder reingucken. Also gerade in Gegnergebieten, wo wir echt viele davon niederschnetzeln und auch mal die 100% wieder erreichen werden. Soll ja vorkommen. Vor allen Dingen mit dem Vorhaben, da die Bonustafeln offscreen immer so ein bisschen zu beackern. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das mit den grünen Steinchen, das werde ich vielleicht versuchen umzusetzen. Aber ich glaube, ich werde nie eine komplett grüne Bonustafel vollkriegen. Das kann ich mir, glaube ich, abschminken. Wow, aber ich glaube, diese Gruppenkonstellation, die hat es echt vollgebracht. Ist jetzt wahrscheinlich für euch nicht so mega spannend. Kann ich schwer einschätzen. Also ich fand, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, schon ziemlich interessant. Flammenschwert, Monster-Edelstein, Kristall und Quecksilber brauchen wir dafür. Okay. Rätselmetall, Eisbrecherschwert, Gnomstein, Sylphenstein, Schattenstein, Salamanderstein, Federstärkung, Nereidenstein, Federprotektion,
Torstein, Federweisheit, Engelsstein, Federaggression. Jawohl. Weil ich kreisch da voll rum im Hintergrund. Eigentlich ist es auch total blöde, das vorzulesen, ne? Weil ihr könnt das wahrscheinlich genauso gut auch selbst lesen. Aber hey, sei es drum. Ich versuche also gerade. Ich glaube, das war aber die letzte Gruppenkonstellation. Ich glaube, danach gab es jetzt keine mehr. Ansonsten werde ich das nachholen. Ich meine, Welsh wird uns ja auch zukünftig noch zur Verfügung stehen. Deswegen bin ich da relativ entspannt. Zumal für die wirklich guten Sachen fehlen uns die ganzen Komponenten ja noch. Deswegen ja, brauchen wir uns da jetzt eigentlich nicht großartig zu hetzen. Wegen den eingelegten Pflaumen will ich auf jeden Fall noch gucken. Weil wir die ja für die Mission in Eos noch gebrauchen könnten. Und Silber war die andere Mission, ne? Kann ich vielleicht auch schon herstellen? Ich glaube, irgendwo gibt es ja auch ein Rezept dafür. Symbolkarte, Gegengift, Wiederbelebung, Spaghetti, Genovese, Genesung, Annullierung, Exheilung, Heilung plus, Feenheilung. So, und das war's, glaube ich, oder? Oder? Eigentlich müsste man immer nur gucken, dass jeder mindestens einmal aussetzt. Und die Situation hatten wir ja bisher schon. Ja, deswegen müssten wir jetzt eigentlich durch sein. Nein! Nein, 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 nein. So, ich wollte hier nämlich gucken, Gegenstände anfertigen, genau. Kochen. Nee. Eingelegte Pflaumen müssten wir dann entweder irgendwo kaufen. Reis mit eingelegten Pflaumen. Nee, das ist so eine Urzutat, wenn man so möchte. Hm. Ja, wie gesagt, vielleicht konnte man die irgendwo auf Lemuris kaufen. Keine Ahnung, was war das andere? Ach so, Silber. Aber Silber wird, glaube ich, hier irgendwo eher verankert sein. Wobei, wir können ja hier mal gucken. Ich meine, hier gibt es auch einige Steine. Und hier gibt es auch Rätselmetall. Ja, kann sein, dass wir Silber vielleicht auch hier irgendwann mal antreffen, wenn wir denn das Rezept finden, bekommen, wie auch immer. Schmieden ist noch ganz interessant. Sturmschneide. Könnten wir uns sogar leisten. Ich kann hier auch übrigens blättern. Wollen wir das angucken? Achso, und guck mal, hier sehen wir sogar, für wen das ist und ob das besser oder schlechter ist. Aber denkt an meine Worte vom Anfang. Das niedriger oder höher bezieht sich nur auf den Angriffswert bei Waffen. Flammenschwert, okay, das wäre besser. Das kann ich sogar herstellen. Muss ich aber ein gesegnetes Schwert opfern. Dafür reicht das nicht. Jagdbogen könnte man machen. Ich weiß nicht, dass man das später irgendwie kaufen kann. Wenn ich dann die Komponenten für irgendwie so ein komisches Zeug hier einfach rausgehauen habe. Aber das ist voll schwer. Hier fehlen uns Nieten. Obwohl wir schon mal welche gefunden haben oder gekauft haben, keine Ahnung. Und Eisenprotektor. Ich weiß nicht. Panzerrüstung. Ich glaube, wir sollten erstmal uns angucken, wie das neue Gebiet aussieht, bevor ich jetzt hier irgendwie was raushaue. Und ja, dann mal schauen, wie es weitergeht. Also bevor ich jetzt ein komplett neues Gebiet aufbreche, werde ich erstmal zu Kalnus zurückkehren und die neuen Waffen oder Ausrüstungsteile schmieden für unsere Leute. Aber erstmal will ich gucken, wenn ich jetzt lande und wir direkt vor einem Händler stehen und der das dann alles verkauft, dann würde ich mich grün und blau ärgern und das muss ja nur auch nicht sein. So, Start. Achso, ich dachte, es kommt eine Cutscene. Ich habe ja ganz vergessen, dass wir hier in dieses Menü reinkommen. Okay, auf nach Cardianon. Jawohl. Okay, jetzt kommt das schon wieder. Ich weiß immer nicht, ob Cutscenes kommen, deswegen hülle ich mich immer erstmal in Schweigen und warte ab, was passiert. Okay, bis nach Cardianon ist es noch eine Weile. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, sich etwas auszuruhen. Ja, jetzt wird es hier wahrscheinlich auch wieder interessante Konversationen geben. Und bei der Menge an Leuten, die wir aktuell bei uns haben, sollte man, wenn man wirklich auf ein bestimmtes Ending abzielt,
jetzt auch schon gucken, dass man zuerst mit den Leuten quatscht, die man so ein bisschen präferiert. Weil es kann jetzt passieren, wenn ich zum Beispiel Raimi anquatsche und dann kommt so ein Special-Dialog, dass die Positionen der Mitstreiter dann wieder umgestellt werden, dass Face zum Beispiel hier nicht mehr steht und andersrum genauso. Und dann hätte man zum Beispiel mit Face vielleicht irgendwas verkackt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt hier schon so anfängt, aber ja, also von den Charakteren, die wir jetzt hier haben, mag ich Raimi am meisten, deswegen werde ich sie zuerst anquatschen. So. Hm. Edge, eingehende Nachricht von der Mondbasis. Und Ring frei für die nächste Runde. Shimada und seine entzückenden kleinen Lektionen. Okay, das ist aber nicht Shimada. Warte, ich versuche gerade ein Gesicht zuzuordnen. Das ist doch der Typ mit der Brille, oder? Der von diesem... Ja, also ich kann den jetzt gerade nicht anders beschreiben. Kurze blonde Haare, glaube ich, und Brille, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin Heinz, persönlicher Assistent des Mondbasis-Commanders. Ich hoffe, ich habe Sie nicht enttäuscht. Nein, Sir, ich hoffe ebenso, wir haben Sie nicht enttäuscht. Ja, wirklich, Edge. Ich wüsste gerne den letzten Stand Ihrer Erkundungsaktivitäten. Jawohl, Sir. Dann legen Sie bitte los. Achso, ich dachte, wir können das jetzt auch nochmal mithören oder so. Ich verstehe. Kardianon, 8. Planet des Arcturus-Systems. Wahrscheinlich haben wir die Spur der vermissten Aquila entdeckt, Sir. Wir würden gerne weiter nach ihr suchen, während wir unsere Mission fortsetzen. Wie dem auch sei, die Sternsysteme in dieser Region sind noch absolut unerforscht. Ihr Urteil als Captain ist hier natürlich entscheidend. Haben Sie die möglichen Gefahren in Betracht gezogen? Natürlich, Sir. Wir sind uns der möglichen Gefahren bewusst und werden diese meistern. Ich versichere Ihnen aber, dass wir in der Lage sind, beides zu tun, unsere Erkundungsmission fortzusetzen und nach der Aquila zu suchen. Der Captain hat die volle Unterstützung der Crew, Sir. Interessant, das habe ich auch schon gehört. Wie war das, Sir? Commander Grafton von der Erkundungsbasis hat mir alles über Sie erzählt. Sie mögen ein unkonventionelles Team sein, aber offensichtlich haben Sie Talent. Auf Eos konnten Sie sich aus einer ziemlich verzwickten Lage befreien. Man verspricht sich viel von Ihnen, nicht nur Commander Grafton, Commander Kenny ebenso. Erfüllen Sie jetzt Ihre Mission für die Menschen der Erde. Ich warte auf eine Erfolgsmeldung, Heinz Ende. Heinz Ende? Sprechen die ihn alle mit Vornamen an? Oder ist das der Nachname? Hm. Wow, man verspricht sich viel von dir, Edge. Selbst Lightspeed Kenny, ein Held. Dann werden Sie auch bekommen, was Sie sich versprechen, von uns allen. Natürlich. Wie Raimi gerade gegrinst hat auf dem Bild unten links, als ob sie nicht so für voll genommen hätte. Ey, guck mal, das ist genau eingetroffen, was ich gerade schon gesagt hatte. Also es kann natürlich sein, dass wenn ich zuerst mit Face gesprochen hätte, dass dann alles beim Alten geblieben wäre. Aber das weiß man halt im Vorfeld nicht. Deswegen ist das manchmal so schwierig, hier den Überblick zu behalten und auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wisst ihr, was ich meine? So, wir werden dann... aber erst in der nächsten Folge weitermachen, denn ich werde das Spiel jetzt hier abspeichern und ja, beim nächsten Mal werden wir dann unser neues Ziel erreichen, auf Kardianon und hoffentlich sicher landen, mit den Leuten hier noch schnacken, mal gucken, was wir noch so für interessante Gespräche führen können. Ich danke an dieser Stelle erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao!